Ich möchte dich heute auf eine Reise mitnehmen, um gemeinsam deine Nervosität und Lampenfieber beim Auflegen in den Griff zu bekommen. Vielleicht kennst du ja das Gefühl, wenn die Hände schwitzen, der Puls rast und das Herz bis zum Hals schlägt. Aber keine Angst, das geht uns allen so. Und ich verspreche dir, mit ein paar Tricks und mit ein paar Techniken wirst du entspannter und selbstbewusster an die Decks gehen können. Los geht's nach dem Intro. Hallo Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. In meinen Online-Kursen zum Thema DJing bekomme ich immer wieder die Frage gestellt, wie bekomme ich diese Nervosität vor einem Gig weg? Und die Antwort darauf ist nicht so einfach, denn jeder Mensch ist unterschiedlich und es gibt kein Allheilmittel dafür. Aber ich werde dir heute drei Tipps geben, die dir helfen können, deine Nervosität in den Griff zu bekommen und vielleicht sogar in positive Energie umzuwandeln. Zuvor jedoch, wenn du noch ganz am Anfang stehst und deine Karriere als DJ anstrebst, dann empfehle ich dir unseren DJ-Anfängerkurs, den es derzeit noch komplett kostenfrei gibt. Du kannst ihn direkt mit einem Klick auf den i hier oben starten oder auf dem Link unten in der Videobeschreibung oder du scannst einfach hier den QR-Code. Aber nun, lass uns loslegen mit den Tipps gegen Lampenfieber. Tipp Nummer 1. Vorbereitung ist der Schlüssel. Denn viele Menschen werden nervös, wenn sie sich unsicher fühlen. Daher ist eine gute Vorbereitung das A und O. Kennst du deine Tracks in- und auswendig? Hast du eine gut sortierte Playliste oder dir einen Leitfaden bereitgelegt und weißt, welche Songs gut zusammenpassen? Denn je besser du vorbereitet bist, desto sicherer wirst du dich fühlen und das strahlst du dann auch aus. Tipp Nummer 2. Atemübungen und Entspannungstechniken. Ja, einige Minuten vor deinem Auftritt ist es vielleicht wichtig, sich zu entspannen und den inneren Stress abzubauen. Atemübungen und Entspannungstechniken können hier wirklich Wunder wirken. Guck mal, schließe die Augen, atme tief ein und zähle einfach ganz langsam bis 4. Dann atme aus und zähle wieder bis 4. Probier das mal aus und du wirst sehr schnell merken, wie sich dein Puls und deine innere Anspannung langsam legen. Schließe die Augen, atme tief ein und zähle langsam bis 4. Dann atme aus und zähle wieder bis 4. Probier das mal aus und wiederhole das einige Male und du wirst spüren, wie sich deine Muskeln entspannen und dein Puls auch etwas beruhigt. Und Tipp Nummer 3, was übrigens auch mein Lieblingstipp ist, und zwar denke positiv und nutze deine Nervosität. Denn positive Gedanken haben eine enorme Kraft. Stell dir vor, wie du selbstbewusst an den Decks stehst und die Menge zum Tanzen bringst. Visualisiere doch mal deinen Erfolg und freue dich auf diesen Moment. Nervosität ist nicht immer schlecht. Sie zeigt einfach nur, dass dir etwas sehr, sehr wichtig ist. Also nutze diese Energie und verwandle sie in kreatives Schaffen. Und jetzt möchte ich noch auf die Frage eingehen, wie bekomme ich die Nervosität denn weg? Also wie bereits erwähnt, gibt es kein Patentrezept dafür. Aber es gibt ein paar Dinge, die du tun kannst, um deine Nervosität noch besser in den Griff zu bekommen. Üben, üben, üben ist wohl einer der Schlüsselpunkte. Denn je mehr du übst, desto besser wirst du. Und je besser du bist, desto sicherer fühlst du dich. Und je sicherer du dich fühlst, desto weniger nervös wirst du sein. Ist jetzt ziemlich einfach gesagt, aber üben ist der beste Weg, um deine Nervosität zu reduzieren. Vielleicht erinnerst du dich noch zurück, als du deinen Führerschein gemacht hast und das allererste Mal in so einem Fahrschulauto hinter dem Steuer saßt und losgefahren bist. Nervös ohne Ende, weil du Angst hast, dass du etwas falsch machst. Aber wenn du irgendwann deinen Führerschein hast, schon einige Fahrten hinter dir hast oder schon einige Jahre gefahren bist,
dann fährst du sogar ohne darüber nachzudenken. Dann geht es dir irgendwann so, dass du zu Hause losfährst, an deinem Ziel ankommst und mittendrin gar nicht weißt, was du gemacht hast. Wann hast du geschaltet? Wann hast du den Blinker gesetzt? Dann machst du das intuitiv, weil du es schon 100-mal oder 1000-mal gemacht hast. Und so ist das auch bei dem DJing. Umso mehr du zu Hause übst, umso sicherer wirst du, umso routinierter wirst du. Und das reduziert auch deine Nervosität. Und was auch dazu gehört, ist Erfahrungen sammeln. Denn je mehr Auftritte du hast, desto mehr Erfahrungen sammelst du. Jeder Auftritt ist eine Chance, etwas Neues zu lernen und besser zu werden. Mit der Zeit wirst du merken, dass du immer weniger nervös wirst, weil du weißt, was dich erwartet und wie du mit verschiedenen Situationen umgehen kannst. Also nutze jede Gelegenheit, um live aufzulegen. Sei es bei einer Party von Freunden oder in einem kleinen Club oder bei einem Straßenfest. Jede Erfahrung zählt und hilft dir, selbstbewusster zu werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, akzeptiere deine Nervosität. Es ist völlig normal, nervös zu sein. Besonders, wenn man etwas tut, das man liebt und bei dem man erfolgreich sein möchte. Akzeptiere einfach, dass Nervosität ein Teil von dir ist und lerne, damit umzugehen. Du wirst überrascht sein, wie viel leichter es wird, wenn du nicht mehr krampfhaft versuchst, deine Nervosität loszuwerden, sondern sie als Teil des Prozesses akzeptierst. Suche doch Unterstützung. Sprich da zum Beispiel mit anderen DJs und erfahre, wie sie mit Nervosität und Lampenfieber umgehen. Du wirst feststellen, dass du nicht allein bist und viele wertvolle Tipps und Tricks von deinen Kollegen bekommen kannst. Ja, vielleicht gibt es ja sogar einen DJ-Mentor oder einen Coach, der dir hier zur Seite steht und dich aktiv dabei unterstützt. Und ein wichtiger und besonderer Tipp jetzt nochmal zum Abschluss. Und zwar, fokussiere dich auf das Publikum. Denn oftmals sind wir so sehr mit uns selbst beschäftigt, dass wir vergessen, warum wir eigentlich auflegen. Für das Publikum, für die Gäste, für die Menschen da draußen. Also konzentriere dich darauf, was die Leute hören möchten und wie du sie zum Tanzen bringen kannst. Denn wenn du merkst, dass die Menge Spaß hat, wird das dein Selbstbewusstsein stärken und deine Nervosität massiv reduzieren. Wenn die Party mal läuft, ist die Nervosität weg. Die kommt immer nur, wenn es nicht läuft oder wenn du gerade anfängst und die Leute zum Tanzen bringen willst. Deswegen ist es entscheidend, fokussiere dich auf das Publikum. Im DJing geht es immer um die anderen. Es geht um die Menschen da draußen, für die wir auflegen. Und abschließend möchte ich auch noch sagen, Lampenfieber und Nervosität, die gehören dazu. Sie machen uns menschlich und zeigen uns, dass uns das, was wir tun, wichtig ist. Also lass dich davon bitte nicht entmutigen, sondern sieh es als Ansporn, noch besser zu werden. Mit den richtigen Techniken und einer positiven Einstellung kannst du deine Nervosität in den Griff bekommen und deine Leidenschaft für das DJing voll ausleben. Ich hoffe, meine Tipps und meine Ratschläge hier auf diesem Kanal helfen dir dabei, deine Nervosität besser zu managen und erfolgreicher als DJ durchzustarten. Und denk bitte immer dran, du bist nicht allein. Es gibt viele Menschen da draußen, die dich unterstützen und die auch an dich glauben. Also leg los, übe fleißig und rock diese Tanzfläche. Und wenn wir hierbei was für dich tun können, dann guck noch mal auf den Link unten in die Videobeschreibung, denn dort findest du unseren Einsteigerkurs, mit dem du sofort Schritt für Schritt Anleitung hältst, um deine DJ-Karriere zu starten. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, der Mike.